Ich hatte ja in der vergangenen Woche schon über Riester-Rente gesprochen. Wir haben eine Bestandsmeldung mal durchgerechnet oder ich für euch. Heute wollte ich mal etwas zu Rürup sagen, weil ich tatsächlich in meiner Praxis immer wieder damit konfrontiert werde, dass mir Frauen tatsächlich Rürup-Renten vorlegen oder mich im Vorfeld fragen, Dani, was hältst du denn von Rürup? Wäre das was für mich? Und dann reden wir prinzipiell erstmal, was ist das eigentlich, eine Rürup-Rente? Rürup, also sie ist in aller Munde, beziehungsweise ihr kennt sie, ihr kennt den Namen, aber ihr wisst vielleicht noch nicht das eine oder andere, wo die Fallstricke liegen, worüber ihr nachdenken müsst unbedingt, wenn ihr euch dafür interessiert, was denn eine Rürup-Rente ist und ob sie überhaupt für euch in Frage kommt. Die Rürup-Rente stellt sich natürlich erstmal die Frage, wieso heißt die eigentlich Rürup-Rente? Also die Rürup-Rente wird so als Basisrente angesehen. Die Rürup-Rente gibt es seit 2005. Sie wurde eingeführt im Rahmen der Rentenreform, zu der auch die Riester-Rente gehört. Auch die Riester-Rente ist im Zuge der Rentenreform eingeführt worden, unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder. Und die Rürup-Rente war geplant gewesen als quasi Ersatz für Selbstständige, für Freiberufler, die nicht gesetzlich versichert sind, also in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, dass sie auch quasi eine Basisabsicherung haben, so wie Angestellte, die eben in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen, auch eine Basisversicherung haben. Na, darüber haben wir ja gesprochen. Ich habe ja gestern eine Renteninformation mit euch mal durchgenommen und diese Rürup-Rente ist so eine Basisrente, deshalb heißt sie auch Basisrente. So ist es ausgelegt. Das war tatsächlich so, dass am Anfang nur Selbstständige diese Rente abschließen durften. Heutzutage können die auch Angestellte abschließen. Also, wenn sie denn wollen, wenn sie sich darüber im Klaren sind, was es bedeutet, eine Rürup-Rente abzuschließen. Okay, also eine Basisrente für Selbstständige, die nicht an die gesetzliche Rentenversicherung Geld zahlen und dort Ansprüche erwerben. So, warum heißt es die Rürup-Rente Rürup? Das ist auch interessant, das zu wissen. Woher kommt eigentlich dieser Name? Weil daher kommt auch das Konstrukt. Ausgedacht hat sich diese Rente Bert Rürup. Bert Rürup ist ein Parteimitglied von Gerhard Schröder gewesen, oder ist es noch? Er ist SPD-Mitglied und er hat damals die Regierung beraten in ökonomischen Fragen. Er war viele Jahre lang auch Wirtschaftsweiser. Das ist der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Da sitzen Top-Ökonomen und Ökonominnen drin in diesem Rat. Und Bert Rürup war eben zu dieser Zeit, als er Berater der Regierung war, auch Wirtschaftsweiser. Er hat eben seine Ideen Herrn Schröder mitgeteilt und daraufhin wurde die Rürup-Rente eingeführt. Noch ein Wort zu Herrn Rürup. Herr Rürup war dann 2009, als er kein Wirtschaftsweiser mehr war und auch die Bundesregierung nicht mehr beraten hat, wo war er dann wohl Chefökonom? Für ein Dreivierteljahr. Was meint ihr, wenn ihr euch nochmal zurück an die Riester-Rente erinnert, Walter Riester und mit wem Herr Schröder sehr eng verbunden war, mit Herrn Maschmeyer. Herr Maschmeyer war Chef des AWD, eines Strukturvertriebes von Versicherungen. Und wo hat Bert Rürup angeheuert, nachdem er nicht mehr Wirtschaftsweiser war und als er aus dem Unibetrieb, er ist auch Uniprofessor, ausgeschieden war? Er war Chefökonom bei. Jetzt dürft ihr raten, beim AWD. Genau, beim AWD. Er hat angeheuert bei Herrn Maschmeyer für einige Monate von April bis Dezember, ich habe es nochmal nachgelesen, 2009 und hat damit Sicherheit auch ein gutes Geld bekommen als Chefökonom. Das ist natürlich dann auch die Frage. 2005 hat er eine Versicherung eingeführt, die wer vertrieben hat, vor allen Dingen auch Strukturvertriebe wie der AWD, genau wie die Riester.
Versicherung. Genau, wie die Riester-Versicherung. Und das war, so könnte man es interpretieren und so wurde es auch schon kritisch berichtet, quasi ein Riesen-Milliardengeschenk an den AWD. Und der AWD hat das unter anderem zurückgegeben an Herrn Rürup, auch an den Herrn Riester, hat auch Riester beschäftigt in einer Position. Und er hat Schröder ein ordentliches Buchhonorar von 2 Millionen bezahlt für seine tolle Biografie. Okay, das nur zum Hintergrund. Das ist die Rürup-Rente. Herr Rürup hat sie sich ausgedacht. Ein Geschenk für die Versicherungsvertriebler dieses Landes. Was ist jetzt die Rürup-Rente? Die Rürup-Rente ist eine staatlich geförderte Basisvorsorge. Staatlich gefördert heißt, dass die Beiträge, die in die Versicherung monatlich bezahlt werden, bis zu einem Höchstbetrag von der gegen die Steuer gerechnet werden können, gegen die Steuerschuld, gegen die Einkommenssteuer. Dieser Satz beträgt zurzeit in diesem Jahr 22.500 Euro, also maximal 22.500 Euro Jahresbeiträge, die ich in die Rürup-Kasse zahle oder an die Rürup-Rente einzahle, kann ich gegen die Steuer anrechnen. Das wird nicht zu 100% angesetzt. Das, glaube ich, liegt zurzeit bei 80%. Das sind dann die sogenannten Sonderausgaben. Also es gibt diesen Vorsorgeaufwand. Das ist diese Höchstsumme von 22.500 und die tatsächlichen Sonderausgaben. Ich glaube, das sind derzeit 80%, die da angesetzt werden. Das ist dann eben der Höchstbeitrag. Das ist, ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, aber man kann also einen hohen Betrag tatsächlich gegen seine Steuer rechnen und bezahlt dann einfach weniger Steuern. Das ist die staatliche Förderung bei der Rürup-Rente. Im Gegensatz zur Riester-Rente, die Riester-Rente kriegen wir Zulagen. Ne? Da kriegen wir für ein Kind, für uns selber Zulagen direkt in die Versicherung eingezahlt. Bei der Rürup-Rente ist es eine Steuerentlastung, sagen wir es mal so. Aber es ist nicht wirklich eine Steuerentlastung, beziehungsweise ist nur in den Jahren, wenn wir die Beiträge reinzahlen in die Versicherung eine Entlastung. Wenn die Beiträge ausgezahlt werden, dann in Form einer laufenden Rente. Die Rürup-Rente wird niemals als ein Kapitalbetrag ausbezahlt. Das ist bei vielen Rentenversicherungen, kann man das machen mit einem Kapitalbetrag, sich den auszahlen lassen. Das geht bei Rürup nicht. Rürup wird tatsächlich immer verrentet. Das heißt, ihr bekommt eine lebenslange Rente. Und diese Rente müsst ihr versteuern. Und zwar dann eben zu dem Steuersatz, mit dem sie, also euren Einkommenssteuersatz, aber auch nicht 100% wird die dann versteuert, sondern eben zu 80, 90 und dann irgendwann 100%, je nachdem, wie viel an Sonderausgaben damals geltend gemacht wurden. Also wenn es dann 80% war, 90% und so weiter. Wie kommen diese Zahlen zustande? Das ist auch dieser Teil der Rentenreform, dass die Renten, die Beiträge, die zur Vorsorge in die Rentenversicherungen eingezahlt werden, werden zu einem immeren größeren Prozentsatz gegen die Steuer gerechnet, müssen aber auch immer mehr in der Rentenzeit dann zu einem höheren Prozentsatz versteuert werden. Also die Rentner in 20, 30 Jahren versteuern 100% ihrer Rente, konnten aber 100% ihrer Beiträge, die sie in die gesetzliche Kasse oder in die Rürup-Rente eingezahlt haben, gegen die Steuer rechnen. Das ist der Deal. Man verschiebt quasi die Steuerlast in die Zukunft. Das ist auch bei der Rürup-Rente so, ne? Die Steuererleichterung ist nur ein Verschieben der Steuern in die Zukunft. Das ist die staatlich geförderte Rürup-Rente. Okay. Was ist denn was sind denn die Vorteile der Rürup-Rente? Bei der Rürup-Rente wird immer gesagt, die Steuer kann verschoben werden. Das ist das Hauptverkaufsargument für die Rürup-Rente. Und dass sie, wenn derjenige, der jetzt in die Rürup-Rente reinzahlt, zum Beispiel pleite geht, wenn er freiberuflich eben tätig ist und sein Unternehmen insolvent wird, geht die Rürup-Rente nicht mit in die Insolvenzmasse ein. Sie ist also insolvenzfest. Gut, das lässt sich auch mit anderen Mitteln bewerkstelligen, zum Beispiel mit einer Gründung der GmbH oder indem man auf seine Freiberuflichkeit, auf seine Selbstständigkeit aufpasst, ne? Indem man möglichst nicht in solche Situationen gerät. Das sind im Grunde die beiden Hauptverkaufsargumente für die Rürup-Rente.
Und ich finde, das sind auch nur die beiden Vorteile. Und demgegenüber stehen ganz viele strukturelle Nachteile bei der Rürup-Rente, die ihr wissen müsst. Wenn ihr eine Rürup-Rente abgeschlossen habt, ist sie nie mehr kündbar. Es ist wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung, die ist nicht kündbar. Die Rürup-Rente ist nicht kündbar. Wenn ihr die Beiträge nicht mehr bezahlen könnt oder wenn ihr findet, Rürup ist einfach Mist, dann könnt ihr sie nur beitragsfrei stellen. Dann aber laufen weiter Verwaltungskosten und die Verwaltungskosten knabbern natürlich immer mehr an dem Vermögen, was ihr schon angespart habt. Es gibt die Rürup-Rente in der Klasse als klassische Rentenversicherung und als fondsgebundene Rentenversicherung. Na, da ist dann mehr Risiko drin. Von den Ausgestaltungen her ist es aber, von den Bedingungen her ist es aber das Gleiche. Weiterer Nachteil ist, die Rürup-Rente ist nicht vererbbar. Das heißt, wenn jemand eine Rürup-Rente hat und er hat vielleicht ein Kind, ihr als Frau, was seid selbstständig, habt die Rürup-Rente, habt ein Kind, dann geht ihr mit 65 in Rente, bezieht die Rürup-Rente und sterbt nach 2 Jahren. Und ihr habt da Hunderttausende einbezahlt, weil ihr immer den Höchstsatz einbezahlt habt, zu 22.000 Euro pro Jahr zum Beispiel. Ne? Da habt ihr in 5 Jahren, ne, seid ihr ordentlich dabei, 100.000 und so weiter. Dann geht das einfach an die Versicherung, an die anderen Versicherten und an die Aktionäre. Das müsst ihr wissen. Die Rürup-Rente ist nicht vererbbar. Man kann Hinterbliebene berücksichtigen, da muss man aber eine Zusatzversicherung auf die Rürup-Rente abschließen. Das geht. Das heißt, bei Rürup-Renten ist es total wichtig, es gibt eine sogenannte Rentengarantiezeit. Die Rentengarantiezeit, die sagt quasi, das ist die Zeit, in der die Rente wirklich ausgezahlt wird. Also ist die Rentengarantiezeit 2 Jahre, dann wird sie 2 Jahre lang definitiv ausgezahlt, egal ob derjenige ist, der sie abgeschlossen hat, noch lebt, also sie selber bekommt oder nicht. Ne? Und wenn die Rentengarantiezeit zum Beispiel 10 Jahre ist und derjenige, der sie bezieht, stirbt nach 5 Jahren, wird aber 5 Jahre weiter an die Hinterbliebenen bezahlt. Diese Rentengarantiezeit ist extrem wichtig. Je kürzer sie ist, desto schlechter. Je länger sie ist, desto besser. Ne? Weil die Rente ist die Rürup-Rente ist nicht vererbbar. Das ist ein ganz großer Nachteil, wie ich finde. Denn wenn wir das Vermögen, was wir über die Rürup-Rente ansparen, woanders hinpacken würden, zum Beispiel in Aktien, in ETFs oder vielleicht eine kleine Immobilie dafür kaufen, ist das immer vererbbar. Dort die Beträge nicht. Ein Riesennachteil, wie ich finde. Dann ist es auch nicht wechselfähig. Wenn ihr zum Beispiel eine Rürup-Rente habt und ihr merkt, der Versicherer hat unglaublich hohe Verwaltungsgebühren, die Rente entwickelt sich überhaupt ganz schlecht. Ihr könnt nicht wechseln, wenn der Versicherer sagt, nö, wechseln ist nicht. Könnt ihr nicht machen. Bei der Riester-Rente könnt ihr tatsächlich den Anbieter wechseln. Bei der Rürup-Rente muss der Versicherer zustimmen und wenn der sagt, nö, dann nö. Also das ist ein Produkt, wo ihr wirklich eingeschlossen seid. Einmal abgeschlossen, könnt ihr nur noch beitragsfrei stellen. That's it. Ihr kriegt euer Geld nicht wieder raus. Das kriegt ihr erst, wenn ihr tatsächlich in Rente geht. Wie der Vertragslaufzeit dann eben ist. Ne? Okay, was positiv noch ist, die Rente wird wirklich gezahlt bis zum Lebensende. Also sie gleicht, das heißt immer ja Langlebigkeitsrisiko aus. Ich würde immer sagen Langlebigkeitschance. Ich betrachte das positiv. Das ist ein Vorteil, wie bei allen Rentenversicherungen, dass sie wirklich extrem lang zahlen. Aber es gibt Berechnungen über Rürup-Renten, dass die sich tatsächlich erst auszahlen, wegen der hohen Kosten, die Versicherer ansetzen, für Provisionen, für Abschlusskosten, für die laufende Verwaltung, dass was wollte ich jetzt sagen? Was habe ich vergessen, was ich sagen wollte? Das ist doch schon ein bisschen spät. Okay, Langlebigkeitsrisiko. Ich habe es vergessen. Gib mir noch hin, was ich gerade sagen wollte. Okay, also Rente bis zum Tod wird weitergezahlt, aber genau. Ihr müsst wirklich schon, es gibt mathematische Berechnungen, ihr müsst wirklich über 90 werden, damit sich das überhaupt renditemäßig rechnet, wenn ihr eine Rürup-Rente abgeschlossen habt. Und wenn wir uns überlegen, dass Männer im Schnitt zurzeit, ich glaube, 83 werden und Frauen 85 bis 87 und mit 90 kriegt ihr erst so bei der Rürup-Rente 90, 92 tatsächlich eine positive Rendite raus.
Okay, muss man sich überlegen, ob man das will. Okay, also Rürup-Rente ist ein schwieriges Konstrukt, weil es extrem unflexibel ist. Es ist sehr teuer. Die Versicherer müssen euch keine, auch es ist wieder eine Blackbox, die müssen euch die Rechnungen, wie sich die Rente entwickelt, nicht wirklich offenlegen. In einer Zahl ja, aber mehr auch nicht. Sie ist nicht kündbar, sie ist nicht vererbbar, beziehungsweise nur mit einem Zusatzvertrag an Hinterbliebene weitergebbar. Sie hat viele kleine Vertragselemente, die uns tatsächlich knebeln. Wir können nicht wechseln. Sie verschiebt ein wenig die Steuerschuld in die Zukunft und ist nicht pfändbar und geht halt nicht in die Insolvenzmasse ein. Das finde ich, sind die beiden einzigen positiven Sachen. Aber ehrlich gesagt, mit der Steuer, who knows, was in 20 Jahren ist. Wenn die Rürup-Rente ausgezahlt wird, wissen wir, was wir dann für ein Steuersystem haben? Wissen wir nicht. Also eine Altersvorsorge aufzubauen mit dem Steuerargument ist immer ein schlechtes. Es ist kein Argument für den Vermögensaufbau. Der Vermögensaufbau basiert auf anderen Dingen, nicht darauf, wie ich jetzt viel, viel Steuern sparen kann. Leute, die solche hohen Gehälter haben, dass sie wirklich das so ausschöpfen können mit der Steuer, würde ich immer sagen, bau dir lieber ein anderes Vermögen auf, weil du hast wirklich so viel Finanzkraft, um was anderes zu machen. Ist meine persönliche Meinung. Ein Versicherungsvertreter würde jetzt bestimmt dagegen reden und ganz tolle andere Argumente haben. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich finde die Rürup-Rente ein ganz kompliziertes Produkt und gerade für Selbstständige, ja, nicht geeignet. Also ich finde sie nicht geeignet. Überhaupt nicht zum Aufbau eines Vermögens. Dann lieber eine private Rentenversicherung, wo man eventuell wieder rauskommt. Aber so ein Knebelprodukt, wo man überhaupt nicht wieder rauskommt, finde ich, ist eine totale Bevormundung. Und vor allen Dingen, es fließt nur ein Teil der Allgemeinheit dann zu in dieser Versicherung. Der Großteil fließt in die Gesellschaft insgesamt, in die Gewinne und dann an die Aktionäre. Also ehrlich gesagt, ich beteilige mich dann lieber an der Allianz als Aktionärin, als bei der Allianz Rürup-Rente abzuschließen, finde ich irgendwie sinnvoller. Moni, demnach kann es besser sein, eine abgeschlossene Rürup beitragsfrei zu stellen, die Beiträge künftig anders zu investieren. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung, die auch tatsächlich viele so machen, Moni. Das kommt darauf an, wie viel du schon einbezahlt hast, wie lange du weg bist von der Rente, beziehungsweise genau von der Verrentung, und wie viel Geld da schon im Vertrag liegt und wie viel Jahre du noch vor dir hast. Wenn du noch 20 Jahre da reinsparst und dir bewusst wird, hey, ich komme an dieses Geld auch wirklich nicht ran. Ihr kommt an das Geld nicht mehr ran. Wenn ihr merkt, nach 20, nach 10 Jahren habt ihr da einbezahlt oder 15 Jahren und ihr werdet wirklich ganz krank und es ist klar, ihr macht es nicht mehr lange. Ein Jahr, vielleicht länger nicht. Mehr geben euch die Ärzte nicht. Ihr kommt an dieses Geld nicht mehr ran, an euer Geld nicht mehr ran. Das ist weg. Das finde ich, das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil wenn ihr es woanders angelegt habt, könnt ihr es immer versilbern und euch noch ein schönes Leben davon machen. Das geht damit nicht. Ihr kommt da nicht wieder rein. Da gibt es auch keinen Hebel. Nichts. Es ist einfach, es geht unter in der Gesellschaft. Deswegen müsst ihr das wirklich ganz genau euch überlegen, ob das wirklich eine Rentenform für euch ist, dass ihr dieses Risiko eingeht, tatsächlich. Ja, über euer Vermögen nicht mehr verfügen zu können. Ja, wenn eure Großeltern, eure Eltern 100 geworden sind, vielleicht 105, na, kann das vielleicht eine Möglichkeit sein, ne? Aber ich würde das immer ganz genau abwägen und eventuell, ja, tatsächlich sich überlegen, so eine Rürup-Rente eventuell beitragsfrei zu stellen und das anderweitig anzulegen. Genau, richtig. Gut, aber wenn die Rentenversicherungs Block für Selbstständige kommt, dann gibt es nur Rürup oder die gesetzliche Rentenversicherung. Ach, Pflicht. Gut, aber wenn die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige kommt, dann gibt es nur Rürup oder die gesetzliche Rentenversicherung. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht gibt es aber dann auch eine Einheitsversicherung. Kann auch sein. Aber in der Tat, dann wird es nur Rürup oder gesetzliche geben und
Ich persönlich, also meine Meinung, ich würde immer in die gesetzliche Rentenversicherung lieber einzahlen, weil Rürup ist immer bei einer privaten Gesellschaft. Und wir sehen, wie es bei privaten Gesellschaften ist, die erste, also die jetzt schon aus den Rentenversicherungen Geld kriegen, bei denen schmilzt der Überschussanteil immer weiter gegen Null. Das heißt, die kriegen nur ihre Garantieverzinsung und die gleicht die Inflation höchstens aus. Das heißt, sie haben keinen Zuwachs ihres Vermögens erlebt. Und das ist kein Vermögensaufbau. Das ist kein Vermögensaufbau. Und dieses Versprechen, ihr werdet an den Überschussbeteiligungen beteiligt, was ja in den Verträgen steht, wird denn nicht eingehalten. Und deswegen die gesetzliche Rentenversicherung, bei der ist es so, dass ja die Renten mit den Durchschnittseinkommen Jahr für Jahr steigen. 1% mal 1,5%, mal 0,5%, aber sie steigen mit. Und deshalb ist, also das ist das, was ich sehe in Verträgen, was ich höre von älteren Leuten, die jetzt schon in Rente sind. Deswegen ist meine Schlussfolgerung, dann zahle ich lieber in die Rentenversicherung ein, die auch nicht so komplett stabil ist, wo wir nur nach 10 Jahre vorausgucken können, so ist die Regelung. Aber dahinter steht letzten Endes der Staat und letzten Endes die Steuergelder. Bei einer privaten Versicherung stehen nur noch die Aktionäre dahinter. Und wenn die Versicherung nicht gut läuft, dann kann sie auch bankrott gehen. Dann gibt es zwar noch Protektor, eine Gesellschaft, die Versicherungen auffängt, aber ob das dann alles, die Verträge dann so erfüllt werden, wie es in den Ursprungsverträgen steht, die Versicherungsverträge, das wage ich zu bezweifeln. Also, Jana, genau, das ist die Abwägungssache. Wem vertraust du dann tatsächlich mehr? Dem kapitalistischen Versicherungssystem oder der staatlichen Rentenversicherung? Das ist dann die Frage, die du dir beantworten musst. Ja. Captain, Luftschloss, okay, yes. Okay, das ist das zur Rürup-Rente. Ich überlege gerade, ob ich noch, ich gucke mal hier noch auf meinem Spicker, ob ich irgendwas vergessen habe. Nee, habe ich nicht. Okay. Genau, ach so, dieses wenn hinterbliebenen Versicherung, ne? Also das Geld an Hinterbliebene weitergeben, geht ja nur mit einer Zusatzversicherung. Das geht aber auch nur, wenn ihr verheiratet seid. Wenn ihr als Paar zusammenlebt und der eine hat eine Rürup-Rente, ja, dann ist der Drops gelutscht, wenn er stirbt. Da kann nichts weiter, ja, da geht auch keine Hinterbliebenenversicherung. Das geht nur bei Verheirateten. Auch interessant. Ein fieses Produkt, Moni. Ja, ich finde das auch. Also es hat einfach so wirklich viele Dinge, worüber man nachdenken muss. Und das ist einfach auch wirklich ein teures Produkt, ein richtig teures Produkt. Fondsgebundene Rentenversicherungen sind per se sehr teuer. Und die Versicherungsgesellschaften verlangen da auch wirklich hohe Verwaltungsgebühren. Und sie dürfen bestimmt die dürfen die Gelder ja auch nur in bestimmte Produkte anlegen. Und das ist alles nicht so richtig durchsichtig und nicht so richtig nachvollziehbar. Und ja, also ich finde es auch, es ist ein ganz schwieriges Produkt. Es ist so ein Finanzprodukt, wovon auch ganz viele unabhängige Fachleute abraten. Bankvertreter oder Finanzierungsvertreter finden dieses Produkt aber ganz super. Und Provisionsberater finden das auch ganz super. Okay, das ist bei der gesetzlichen auch so, wenn man nicht verheiratet ist, oder? Ja, natürlich. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn du nicht verheiratet bist, klar. Dann kriegst du keine Witwenrente, aber du musst du nichts extra abschließen. Bei der Rürup-Rente musst du extra eine Versicherung abschließen, Zusatzversicherung, die natürlich auch noch kostet. Bei der gesetzlichen kriegst du quasi die Witwenrente oder die Witwenrente, ohne dass du zusätzlich noch mal was zahlst. Ja. Ja, okay. Merkwürdige Angelegenheit. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch. Ich habe gerade einen kleinen Disput auf meinem Blog mit
in den Kommentaren zu einem Blogbeitrag, den ich mal geschrieben habe, wo sich so zwei Versicherungen an mir abarbeiten, genau auch unter anderem zu Rürup. Und das ist wirklich ein großes Streitthema. Aber wenn man das wirklich mal auf die nüchternen Fakten runterbricht, dann ist es einfach so ein Knebelprodukt mit ganz vielen Fallstricken, wo die Vorteile meiner Meinung nach die Nachteile nicht aufwiegen. Okay? Also, ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, nee, Mittwochabend. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel, was ich morgen habe. Ah, okay. Morgen habe ich ein Thema, was wichtig ist, wenn ihr Vermögen aufbauen wollt. Und das wollt ihr ja alle, hoffe ich, für die Rente sparen. Es gibt so ein paar Essentials, die ganz wichtig sind, die vorher zu bedenken. So quasi die vier Schritte, die fünf Schritte, wie euer Vermögensaufbau gelingt für euch. Darum geht es morgen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Okay, also. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend und ich sage ciao, ciao, macht euch finanzschlau, zum Beispiel mit der Geldfrau.